Ja, der Lärm hier im Hintergrund, der ist heute ausnahmsweise mal beabsichtigt. Hier wird nämlich gerade aufgebaut für das große Sommerfestival im Klosterhof Wiblingen. Bei mir sitzen auch zwei Lärmmacher, allerdings gute Lärmmacher. Herzlich willkommen, Siu und Helmut Hattler. Hallo. Ja, es ist po at Igler, ja, richtig malte, yes, Konzert i Helmes. Ich, Helmut? Tak. Das war Dänisch. Öxeköxe ist Finnisch. Ihr geht auf Tour, beziehungsweise ihr spielt als CEO in Hell ein Konzert in Dänemark. Dafür habe ich euch ein kleines Präsent mitgebracht. Mein altgedientes und geliebtes Dänisch-Wörterbuch. Dänisch ist ganz einfach. CEO, du bist die Sprachbegabte von euch beiden, habe ich gehört. Das Wichtigste kann ich schon. Pölser, Ost und Öl. Öl. Das waren Würstchen, Käse und Bier. Davon kann man auch mal so ein Wochenende leben. Ihr spielt dort auf einem Mikrofestival. Dieses Mikrofestival allerdings scheint so klein zu sein, dass man es im Internet nicht findet. Genau. Was ist das für ein Festival? Ja, das ist ein Geheimfestival. Ja, also es ist nur ein Festival für ganz bestimmte Menschen. Die werden ganz persönlich eingeladen und es ist ein ganz kleiner, elitärer Kreis. Ganz spezieller Kreis und ja. Für alle, die da nicht eingeladen sind, oder vielleicht interessiert dich das, Helmut, man kann da super Fliegen fischen. Also so viel habe ich rausgefunden über Hellnitz. Siu, du kommst aus Kamerun, ihr reist sehr viel umher, seid aber in Ulm, lebt und arbeitet hier. Wo sagst du, ist deine Heimat? Oh, überall da, wo ich mich wohlfühle, da bin ich ganz schnell, fühle ich mich ganz schnell heimisch. Und im Moment ist es hier und zu Hause in Ulm und Umgebung und von daher, ja. Helmut, wie ist das für dich? Du bist ein alter Ulmer, bist Ulm auch immer treu geblieben. Ist das deine Heimat? Ja, wer in Ulm lebt, der kann es sich leisten, besonders als Künstler. Also das ist wirklich ein Privileg, weil normalerweise musst du in die Metropolen um Studiojobs und irgendwie hier Anschluss an besser. Aber da ich ein Eigenbrötler bin und meine Sachen selber komponiere und jetzt Gott sei Dank auch jemanden gefunden habe, mit dem ich wieder regional arbeiten kann, da bin ich total gern her und das ist, ne, ist ein echtes Privileg. Siu, ihr macht nicht nur zusammen Musik, sondern ihr seid auch privat ein Paar. Wer von euch beiden hat denn die Hosen an? Ganz klar ich. Das habe ich mir fast gedacht. Sowohl musikalisch als auch privat? Beides auf ganzer Linie, muss ich sagen. Nein, also wir ergänzen uns total gut und wir geben uns beide gegenseitig den Freiraum, den wir brauchen zum Arbeiten. Und ja, das ist so ein Geben und Nehmen und das macht das Arbeiten einfach total erfrischend, total, es ist total inspirativ. Und er ist ja wirklich eine ganz spezielle Spezies und das weiß ich natürlich. Und er braucht diesen Raum auch und den gebe ich ihm. Und wir haben genug Möglichkeiten, uns aus dem Weg zu gehen oder uns auch einfach jeden für sich arbeiten zu lassen. Jeder von uns hat seine eigenen Projekte, die er auch noch verfolgt und da hat der andere nichts damit zu tun und trotzdem finden wir immer wieder Schnittstellen, wo wir zusammenkommen und ja, wo wir dann einfach alles geschehen lassen, was geschehen will. Du sagtest gerade, es ist alles ein Geben und ein Nehmen. In diesem Fall möchte ich dir etwas geben, aber auch gleichzeitig etwas von dir nehmen. Wer Siu kennt, kennt auch dieses Geräusch. Ja. Ich habe dir ein dänisches Rasselei mitgebracht. Dankeschön. Als kleinen Glücksbringer. Ich möchte aber auch etwas dafür von dir haben. Okay. Und zwar eine kleine Rassel-Nachhilfestunde. Okay. Du machst das so toll bei deinen Konzerten und ich möchte das jetzt lernen. Okay, also gut. Pass auf. Machen wir auch oft. Also ich spiele mit, okay? Also, welches Stück spielen wir? Okay. Es gibt eine Sache, die alle Fans, nicht nur die Ulmer Fans von dir wollen. Was hast du noch nie live gespielt und wirst es hoffentlich jetzt für uns halb live spielen? Ein großer Hit von Kran, auf den wir alle warten. Ich präsentiere Helmut Hattler mit Bollerwagen. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich habe keine Ahnung, ich habe das einmal am Nachmittag irgendwie im Keller gemacht und das Stück war auch verloren und gelöscht und irgendjemand hat es auf dem Rechner wiedergefunden. Also ich habe keine Ahnung, was es Ich weiß nicht, war es auf A oder ich habe keine Ahnung. Tja, Bollerwagen, heute schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Mit Glück fallen Helmut Hattler bis zum Freitag, bis zum Konzert hier am Wieblinger Klosterhof die Griffe für Bollerwagen wieder ein. Vielen, vielen Dank und wir üben jetzt noch mal ein bisschen. Genau, gut, ja. Zack, 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 zack. Walking around through the streets of a town, don't know if day or night. Every tune in my mind, where's the rhyme I need to find? See all the people's empty eyes, searching for their lives. Tears and smiles, then you go for a while.
always a surprise. Where is my smile? Baby, love inside. Where is my love? Try to find. Yeah. So many unspoken words inside. Do I feel alright? Back and forth, left and right. Always a look behind. Every day I'm waiting for this little piece of time. Help me out, just say one word. Take away my pain. Dankeschön! Ah, jetzt muss ich. Ja, ja! Das Streichholz. Deshalb habe ich doch zwei Rasseleier gekauft.